Düsseldorf, was geht? Yes! Hammer! Nimm die Handys runter! Handys in mein Gesicht. Sei froh, dass ich nicht Chris Brown bin, sonst wird dein Handy direkt wegfliegen. Herzlich willkommen, Hammer, hier heute im Robert-Schumann-Saal. Noch nie so viele Schwarzköpfe hier drin gewesen. Robert Schumann dreht sich gerade im Grab um und sieht, oh mein Gott. Ah, diese Kanacken. Danke, dass ihr rausgekommen seid, mich zu sehen. Hammer, auf jeden Fall. Ich freue mich so hart auf euch. Danke. Ah. Mann, ey. Dieses Publikum einfach richtig durchgemischt. Viele denken, bei mir im Publikum sind nur Ausländer. Ist aber nicht so. Ne? Na, erstmal, es sind viele Muslime natürlich. Wie viele Muslime haben wir heute Abend hier? Ja. Ja, ja. Ungefähr die Hälfte so. Ne? Aber guck mal, ich möchte mir mal Zeit nehmen, den Nicht-Muslimen zu danken. Die echt. Ja, guck mal, die kommen immer, besonders Deutsche, kommen auf meine Shows. Die schämen sich für ihre ausländerfeindlichen Landsleute. Ja, dann. Moment, da kommen die hier hin, da müssen die sich auch noch Witze über Deutsche anhören. Und ey, wenn man mal guckt, so die letzten 20 Jahre, Deutsche haben so viel dazugelernt. Ich weiß nicht, vor 20 Jahren war richtig hart, die wussten gar nichts über Islam. Fasten den ganzen Tag? Und nichts trinken? Mein Gott, das ist doch ungesund. Jetzt wissen die voll viel, die lernen, was die uns sagen, die wissen voll viel über Ramadan. Deutsche kommen zu dir, sagen zu dir, Eid Mubarak. Salam alaikum. Ja, ist Hammer. Echt, deswegen möchte ich euch auf jeden Fall danken an alle Nicht-Muslime. Danke, ihr seid voll die Hammermenschen. Und eine Sache im Namen aller Muslime. Ihr kommt trotzdem in die Hölle. Hey, das ist so ein Witz, man weiß nicht genau, ne? Man weiß nicht genau. Der Deutsche denkt sich, der lacht zuerst, aber er könnte es ernst meinen. Und die Muslime, ja, der hat aber recht. Oh Mann. Ah. Ey, das hier auf der Bühne sein, das ist für mich richtig Urlaub. Richtig Urlaub gerade. Wie viele Menschen haben Kinder? Hier, paar Applaus, wer hat alles Kinder? Wow. Guck mal, Ausländer kriegen Frühkinder. Wir kriegen verdammt Frühkinder. Warum? Nicht mal wegen uns, sondern wegen unseren Eltern. Unsere Eltern nerven uns. Schon, wenn du 18 wirst, die fangen an, dich zu nerven. Heirate endlich, sonst bist du alleine. Ich will alleine sein, kein Bock mehr auf meine Geschwister. Lass mich mal ein bisschen alleine sein. Und dann heiratest du. Meinst du, die lassen dich in Ruhe? Nee. Du bist gerade mal eine Woche verheiratet. Mach schnell erste Kind. Sonst seid ihr zwei alleine. Hör mal, ich will mit meiner Frau alleine sein. Ich kenne nicht mal ihren Nachnamen. Darf ich die mal kennenlernen, bitte? Und dann bekommt ihr Kind. Ihr bekommt Kind. Meinst du, dann hört's auf, oder was? Du kommst gerade vom Krankenhaus mit Kind nach Hause. Deine Eltern direkt, wann kommt das zweite Kind? Du brauchst zwei Kinder. Sonst Kind ist alleine. Du brauchst zwei Kinder. Du brauchst zwei Kinder, weil dann spielen die auch miteinander. Guck mal, ich habe zwei Kinder. Hier spielen die miteinander. Bei mir zu Hause ist Krieg. Israel, Palästina, jeden Tag. Das ist meins, das ist meins, das ist meins. Deswegen, hier ist für mich Urlaub. Ich fühle mich so gut, echt, ey. Für mich ist richtig Freizeit gerade. Hammer. Guck mal, diese Tour ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Also es sind sehr viele wichtige Sachen während dieser Tour. Erstmal ist es mein drittes Soloprogramm. Das ist mein drittes Soloprogramm. Dann ist es gleichzeitig mein 10-jähriges. Seit 10 Jahren lebe ich von Stand-Up-Comedy. Genau.
10 Jahre ist unglaublich für mich. 10 Jahre. Ich hatte noch nie einen Job. 10 Jahre. 10 Jahre? Alter, ich glaub's nicht. Für mich ist es unglaublich. Wisst ihr, für wen noch unglaublicher ist? Für meinen Vater. Er glaubt gar nicht, dass es ein Job ist. Erstmal für meinen Vater. Alles, was auf der Bühne passiert, ist für meinen Vater Breakdance. Er bin Acer, machst du wieder Breakdance? Alles für ihn Breakdance. Er weiß gar nicht, was das für ein Job ist. Er fragt mich immer wieder. Bin Acer sagt, was machst du eigentlich? Ich so, ja, aber ich bringe so Leute zum Lachen. Und er so, ja, ich auch, aber von wo kommt der Geld? 10 Jahre, ey, 10 Jahre ist hart für mich. Wie gesagt, ich hatte noch nie einen Job, 10 Jahre. Bevor ich Stand-Up-Comedy gemacht habe, die längste Beschäftigung, die ich hatte, war 2 Jahre. 2 Jahre war das längste. Wo habe ich gearbeitet? Bei Kaisers Tengelmann. Kennt ihr Kaisers Tengelmann? Kaisers Tengelmann ist so ein Supermarkt. Das ist so ein Job, den du hasst einfach. Ich habe den Job gehasst. Abgrundtief gehasst einfach nur. Ich habe dort gearbeitet, nicht alleine. Ich habe mit einem meiner Freunde, Tobias, Deutscher, wir haben zusammen dort gearbeitet. Und vor 10 Jahren hat sich so langsam rauskristallisiert, ich habe so nebenbei Stand-Up-Comedy gemacht. Und hat sich so langsam rauskristallisiert, ey, Stand-Up-Comedy wird immer ernster. Langsam brauche ich diesen Kaisersjob nicht mehr. War voll cool. Und ich so mit Tobias gesprochen, ich so, ey, weißt du was? Ich brauche den Job nicht mehr. Ich kündige. Tobias so, ich auch. Ich wusste, was ich danach mache. Er nicht. Dann habe ich dort gekündigt, er hat dort gekündigt. Wir haben uns 10 Jahre nicht gesehen, weil danach ging's, war wirklich turbulent. Ging ab mit Rebell-Comedy, voll durch die Decke gegangen, überall. 10 Jahre sehe ich Tobias nicht. Vor kurzem treffe ich ihn wieder, nach 10 Jahren. So krass, mitten in der Stadt, Neuss. Wir kommen beide aus Neuss. Ich sage, Tobias, was geht? Ey, alte Kaiserszeiten, Junge, was läuft? Er so, boah, ich hab dich im Fernsehen gesehen, im Internet, bei dir geht richtig ab. Ich so, ja, was willst du machen? Ich so, was machst du so? Er so, ich arbeite wieder da. Guck mal, es wollte nicht in meinen Kopf reingehen. Keine Ahnung, vielleicht ist es so ein kulturelles Ding, aber Tobias arbeitet wieder da, wo er einmal gekündigt hat. Ich könnte niemals irgendwo arbeiten, wo ich schon mal gekündigt habe. Für mich sind alte Jobs wie Ex-Freundin. Kein Kontakt mehr. Na, ich überlege so, okay, Tobias ist Deutscher. Der hat auch gekündigt wie ein Deutscher. Deutsche kündigen fristgerecht, ordnungsgemäß. Der hat sich am letzten Tag noch so ein Empfehlungsschreiben geholt. Hat dem Chef die Hand geschüttelt. Deswegen konnte der auch wieder zurück. Wisst ihr, wie ich gekündigt habe? Ich habe gekündigt wie ein Ausländer. Alter. Als ich wusste, hey, ich werde da auf gar keinen Fall mehr arbeiten. Was habe ich gemacht? Ihr wisst alle, was ich gemacht habe. 4 Wochen krank. Alter, 4 Wochen krank. 4 Wochen. Ja, natürlich komme ich. Warte, ich komme. Natürlich komme ich. Da bin ich 2 Tage arbeiten gegangen. Wieder 4 Wochen krank. So habe ich gekündigt. Guck mal, rein technisch gesehen habe ich nie gekündigt. Eigentlich arbeite ich doch dort. So, 10 Jahre. Das ist das andere Ding. Und jetzt gibt es noch eine dritte große Sache. Dieses Jahr, 2023, ist eine sehr große Sache. Es war ein langes Jubiläum, ein 60-jähriges Jubiläum. Und es betrifft die Marokkaner. Wie viele Marokkaner sind heute Abend hier? Marokkaner, was geht ab? Die Marokkaner wissen es wahrscheinlich schon. Also, dieses Jahr ist 60 Jahre Gastarbeiter-Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und Marokko. Das ist ein großes Ding. Vor 60 Jahren wurde so dieser Vertrag unterschrieben. Seit 60 Jahren besteht diese Beziehung zwischen Deutschland und Marokko. Für mich ist es ein großes Ding. Ich freue mich voll darüber. Ich halte das jeden Deutschen, den ich treffe, gerade unter die Nase. Hey Herbert, 60 Jahre, das geht. Wir sind Freunde. Ich erwarte dann immer so, dass die auch so positiv reagieren. Aber wisst ihr, wie die meisten Deutschen reagieren? Hä? War das nicht vorletztes Jahr? Weil die das mit der Türkei verwechseln, wie immer. Ich sag dann, nee, ey Herbert, das war vorletztes Jahr war das mit der Türkei. Ich spreche von Marokko. Guck mal, Herbert, Marokko ist dieses erfolgreiche Fußballland in Nordafrika. Imagewechsel!
Ey, dieses neue marokkanische Image, oh, mein Herz geht auf. Danke, Gott segne die Nationalmannschaft. Ihr habt uns gerettet. Ja, danke. Besonders in Deutschland. Wir sind jetzt berühmt für Fußball. Wofür waren wir vorher berühmt? Drogendealerei. Das letzte berühmte Ding, was wir gemacht haben, war Grabschattacken an der Domplatte. Jetzt sind wir berühmt für Fußball. Ich liebe es. Ja, Zeiten ändern sich. Beste Fußball kommt momentan aus Marokko. Wisst ihr, was momentan aus Deutschland kommt? Die beste Shisha. Ist das nicht krass? Ja, aber ich kann das verstehen. Also viele Deutsche bringen das durcheinander. Marokko, Türkei, oh, Türkei, Marokko. Ne? Also jeder Marokkaner, der hier sitzt, war auf jeden Fall in seinem Leben Türke. In Deutschland, du bist Türke. Als Marokkaner bist du... Guck mal, weißt du, wie oft ich in Deutschland Türke war? Ich war so viel in Deutschland Türke, ich identifiziere mich mit der Türkei. Ich schwör's euch, ich bin erst Marokkaner, dann Türke, dann erst Deutscher. So türkisch bin ich. Ich bin so mit türkischen Sachen aufgewachsen einfach. Guck mal, wenn ich im Urlaub unterwegs bin. Ich bin im Urlaub unterwegs, so in einem fremden Land, wo ich die Sprache nicht spreche. Und ich höre so Getuschel auf Türkisch. Teşekkürler, teşekkürler. Ich krieg so Heimatgefühl. Das kenne ich doch irgendwoher. Ich verteidige die Türkei. Wenn jemand was gegen Türken sagt, ich bin direkt der Erste. Er hat was gegen Türken gesagt. Warum? Weil ich mein ganzes Leben Türke war. Wie die meisten Marokkaner. Wir waren alle Türke. Ich war mein ganzes Leben, sogar in der Schule schon, meine Klassenlehrerin so, Benaysa, Murat ist auch aus der Türkei. Ich immer, ja, aber ich komme aus Marokko. Komm, so ein Unterschied ist das doch jetzt auch nicht. Immerhin sprecht ihr doch beide hier muslimisch. Ja? Benaysa, sag mal was auf Muslimisch. Der Murat versteht dich. Nee, Mann. In der Türkei wird Türkisch gesprochen. Türkisch, Türkisch. Und in Marokko, guck mal, wie leise die Marokkaner werden. Wir wissen selber nicht genau. Wir haben gar keine Ahnung. Ihr denkt immer, wir sind voll die Einheit, wenn ihr uns seht. Seht ihr, oh, alle Marokkaner halten zusammen. Wir halten eine Minute zusammen. Bei Fußball halten wir zusammen. Wenn wir uns treffen, ey, du bist Marokkaner, ich bin auch Marokkaner, aber cool. Ey, aber welche, diese emirische oder bist du diese arabische oder französische, welche? Wir wissen selber nicht genau. Aber 60 Jahre Gastarbeiteranwerbeabkommen. 60 Jahre. Das ist auf jeden Fall eine hart lange Zeit. Aber worüber müssen wir zuerst reden, wenn wir über dieses Gastarbeiteranwerbeabkommen reden? Über diesen Begriff Gastarbeiter. Was ist das bitte? Gastarbeiter? Was? Gast oder Arbeiter? Beides zur gleichen Zeit? Geht irgendwie nicht. In unsere Köpfe geht das gar nicht. Komm, bist du mein Gast? Willst du ein bisschen arbeiten? Komm, arbeite hier. Kannst du da ein bisschen schief, da mal ein bisschen, bist du Arbeiter. Jetzt bist du wieder Gast. Komm her, kannst du Gast. In unsere Köpfe geht das gar nicht rein. Gastarbeiter ist so ein Unwort einfach. Warum? Weil, guck mal, die meisten Gastarbeiter kommen aus sehr gastfreundlichen Ländern. Marokko, Türkei, Griechenland, das sind alles sehr, sehr gastfreundliche Länder. Bei uns Gastfreundschaft ist eins der höchsten Gebote. Gastfreundschaft wird so groß geschätzt, so wichtig einfach. Da geht so ein Begriff wie Gastarbeiter nicht. Weißt du, wie wir reinhauen mit Gastfreundschaft? Wie übertreiben. Ja, gehst nur bei deinen Nachbarn einen Brief vorbeibringen. Du kommst da nicht mehr raus. Gibst Brief ab, komm rein. Du musst Tee trinken. Setz dich hin. Beweg dich nicht. Du kannst dich nicht mal bewegen. Echt? Nicht mal auf Toilette kannst du gehen. Wenn du auf Toilette gehen willst, zwei Kinder kommen, tragen dich hin so. Du kommst aus der Nummer nicht mehr raus. Setz dich hin. Wir backen jetzt. Weißt du, wie lange Backen dauert, Alter? Backen locker 3 Stunden. Die ruft so ihre Cousinen an, die fangen an zu backen, zu kneten und alles Mögliche. Du bist 3 Stunden da, du kommst da nicht mehr raus. Es, du musst die ganze Zeit essen, Tee trinken, du kommst aus der Nummer nicht mehr raus. Du kommst nicht mehr nach Hause. Das war's für dich. Selbst wenn du gehen willst, okay, ich gehe jetzt langsam. Wohin? Ja, nach Hause. Nein, du schläfst hier.
Du schläfst hier. Guck mal. Jeder Marokkaner hat im Schlafzimmer nochmal diese 20 extra Decken. Diese dicken, dichten Decken, die du zur Hochzeit geschenkt bekommst. Keine Ahnung, wozu die gut sind. So übertrieben dicht, du kannst damit Brände löschen. Ich weiß nicht, wie viele Marokkaner darunter schon erstickt sind. Jeder schenkt dir die zur Hochzeit. Du brauchst Decken, du brauchst Decken. Sonst bist du alleine. Jeder schenkt dir diese Decken. Das ist bei uns, Gastfreundschaft. Gastfreundschaft wird ganz groß geschrieben. Das Ding ist allerdings, man checkt nicht so richtig unsere Art von Gastfreundschaft. Du raffst gar nicht, wo das Problem bei der Gastfreundschaft ist. Das Problem fängt erst an, wenn der Gast geht. Dann siehst du, wo das Problem ist. Der Gast geht und dann geht's los. Ola, hat der viel gegessen. Hast du gesehen? Hat noch nie in seinem Leben Brot gesehen. Fleisch gelegt, hat seine Finger gelegt. Cola hat ausgetrunken. Echt? Und dann schläft noch hier. Gibst du kleine Finger, nimmt die ganze Arm. Das ist unsere Art von Gastfreundschaft. Nicht, dass wir gastfreundlicher sind. Wir sind gastfreundlich, aber guck mal. Man sagt immer, Deutsche sind nicht gastfreundlich. Ich glaube, Deutsche sind mindestens genauso gastfreundlich. Wenn nicht, noch gastfreundlicher sogar. Deutsche sind übertrieben gastfreundlich. Nur, Gastfreundschaft kriegst du in Deutschland nicht einfach so. Nee, du musst Antrag stellen. Ich glaube, mir steht Gastfreundschaft zu, laut Paragraph 267. Ja, stimmt, Sie haben recht, Ihnen steht das zu. In 4 Wochen überweisen wir für Sie Gastfreundschaft. Gastfreundschaft kriegst du in Deutschland nicht einfach so. Also als Ausländer kriegst du nicht einfach so von Deutschen Gastfreundschaft. Sei denn, du kommst aus der Ukraine, Alter. Hey! Man wird's doch noch sagen dürfen. Nee, das ist was ganz anderes. Nee, aber guck mal. Deutsche sind gastfreundlich, aber bei Deutschen geht so ein Begriff wie Gastarbeiter. Weil du weißt, wenn du bei deinem deutschen Freund bist, du bist Gast, aber du musst auf jeden Fall arbeiten. Du kannst dich nicht locker machen, hinsetzen. Hast du Durst? Guck mal, geh mal in die Küche, da hinten ist Wasser. Ist leer? Guck mal, im Keller. Geh mal runter im Keller. Da ist noch ein Kasten. Hol den mal hoch. Guck mal, kannst du die anderen beiden Dreck mitnehmen? Nimm Dreck mit. Ja, hast du Hunger? Guck mal, Tiefkühlpizza. Ist keine mehr da? Da vorne ist ein Netto. Geh mal hin. Ja, komm zurück. Da müssen wir was tun, ne? Ist doch so. Ja, oder willst du hier übernachten, oder was? Ja, kein Problem, nee, kein Problem. Ich habe eine Luftmatratze da unten. Musst du aufpumpen? Nee, Luftpumpe habe ich nicht. Ich muss mit dem Mund aufpumpen. Du musst arbeiten, Junge. Du musst richtig arbeiten. Aber wisst ihr, das Geile bei dem Deutschen ist, wenn du gehst, Hammer. Boah, war ein richtig angenehmer Gast. Ja, hat fast gar nichts gegessen, der kann jederzeit wiederkommen. Guck mal, mein Vater kam in den 70er Jahren. In den 70er Jahren, oh, Gesundheit, ja, lachen. Alter, was war das denn für ein... Wow. So, mein Vater kam in den 70er Jahren als Gastarbeiter von Marokko nach Deutschland. Um in Deutschland einen Job zu machen, glaub mir, kein Deutscher hatte Bock auf diesen Job. Mein Vater war so Kesselreiniger in einer Chemiefabrik. Keine Ahnung, was das für ein Job überhaupt ist. Ich schwör's euch. Ich weiß noch, in der Schule haben wir mal Berufe durchgenommen. Wir mussten einen Aufsatz über die Berufe unserer Eltern schreiben. So 3-4 Seiten lang. Richtig übertrieben lang. Und ich wusste gar nicht, was mein Vater macht. Ich weiß nur, der arbeitet in dieser Chemiefabrik. Und wir sitzen morgens am Esstisch so. Wir haben so marokkanisch gefrühstückt immer. Mit Teekanne in der Mitte, weißer Olivenöl. Das übliche Programm. Und diese Teekanne ist zwischen uns. Und ich zu meinem Vater, ich so, Baba, ich muss so einen Aufsatz schreiben über deinen Beruf. Was machst du eigentlich? Er so, Kesselreiniger. Ich so, ja, aber ich muss hier mehr hinschreiben. Kesselreiniger alleine, das bringt's nicht. Was machst du denn in deinem Beruf? Er nimmt diese Teekanne, er so, siehst du das? Das Kessel, spring rein, mach sauber. Das war's. Das ist der Job.
Es war eine harte Zeit, übertrieben harte Zeit. Keiner erzählt davon, weil die haben alle Trauma. Fragt mal eure Eltern, wenn eure Eltern Gastarbeiter waren. Weil man sieht immer nur die schönen Bilder. Man sieht immer nur, oh, Gastarbeiter steigen aus dem Zug aus. Der eine millionste Gastarbeiter kriegt ein Motorrad geschenkt. Wo ist unser Motorrad? Wir haben keins bekommen. Man sieht immer nur die schönen Bilder. Aber weißt du, wie hart das war? Fragt mal, wenn eure Eltern Gastarbeiter sind, besonders aus Türkei oder Marokko, fragt die mal, wie das war. 70er Jahre. Also stell dir vor, du kommst aus Marokko oder Türkei. Du kommst aus Deutschland. So aus dem Dorf. Du hast noch nie Deutschland gesehen. Du landest hier und es ist gerade Karneval. Ey, wenn du nicht durchdrehst, du siehst so Deutschen als Scheich verkleidet. Du sagst Salamu alaikum, er so Salam alaikum. Er hat so eine Bierflasche in der Hand. Die Karawane zieht weiter, der Sultan ist durch. Der Sultan ist. Junge, du kriegst Angst. Du denkst direkt, Ljubljana, mein Gott. Ich habe einen Mann gesehen als Hund verkleidet. Nein. Seine Frau hat Leine gehalten. War voll die übertrieben harte Zeit, ich schwör's euch. Deswegen reden unsere Eltern auch nicht darüber. War auch sehr ausländerfeindlich damals. War nicht so wie jetzt. Guck mal, jetzt ist ja alles woke. Ne? Man muss immer aufpassen, was man sagt. Welche Begriffe man sagen darf, welche nicht. Früher, Deutsche haben einfach geredet. Was denen in den Sinn kam, einfach geredet. Rassistisch, ausländerfeindlich, egal. Ohne Filter dazwischen. Oft war es gar nicht rassistisch gemeint, aber die Wörter waren einfach rassistisch. Wisst ihr, woran ihr merkt, dass es rassistisch war früher? Weil jetzt, heutzutage, unsere Eltern sind die Ausländerfeindlichen. Renn mal mit deinen Eltern durch die Stadt. Oh, da sind hier viele Ausländer. Das. Früher war nicht so. Überall. Ja, aber wir sind doch selber Ausländer. Ja, aber wir sind nicht diese Somalischer, diese Ukrainischer und Afghanischer. Nein. Zeiten haben sich geändert. Es war wirklich, wirklich hart damals. Guck mal, mein Vater lebt jetzt mittlerweile in Marokko. Er ist Rentner, er lebt in Marokko, er hat das geschafft. So, er ist Witwer, meine Mutter ist vor langer Zeit gestorben, Rahma, und er lebt in Marokko. Letztes Jahr habe ich erfahren, dass dieses Jahr Gastarbeiter-Anwerbeabkommen ist. Dann habe ich überlegt, ich so, ey, mein Vater gehört dazu eigentlich und ich stehe in der Öffentlichkeit. Eigentlich musste ich irgendetwas dafür machen. So, ich kann das nicht einfach so stehen lassen. Weil, wisst ihr, was traurig ist? Mein Vater lebt in Marokko, der hat gar nichts mit Deutschland zu tun. Gar nichts. Ist so, er weiß wenig über Deutschland. Er denkt zum Beispiel immer noch, Bonn ist die Hauptstadt. Und auf der anderen Seite, Deutschland weiß total wenig über meinen Vater auch. Die denken immer noch, er ist Türke. Deswegen dachte ich mir, ich so, ey, ich muss irgendetwas machen. Da habe ich mit meinem Vater telefoniert, mein Vater lebt, wie gesagt, in Marokko. Ich zu ihm, ey Papa, du bist Gastarbeiter und nächstes Jahr ist 60 Jahre Gastarbeiteranwerbeabkommen. Mach doch irgendetwas. Weil, guck mal, dein Sohn steht in der Öffentlichkeit, nutz das doch, vielleicht kannst du so ein Statement setzen oder irgendetwas. Natürlich habe ich nicht Statement gesagt. Vielleicht kannst du eine Botschaft übermitteln, irgendetwas sagen. Überleg dir was. Dann hat er 3 Tage überlegt, dann habe ich zurückgerufen. Er so, Benaisa! Ja, ich habe ich eine Idee. Ich so, ja. Ich so, geil, das ist gut. Das ist gut, dass du eine Idee hast. Was ist denn deine Idee? Ich schreibe einen Brief an Deutschland zu 60-jährigen Geburtstag. Ich so, weil es ist Gastarbeiterabkommen, aber egal. Ich so, das Problem an der Sache ist, du kannst doch gar nicht schreiben. Also ich weiß. Aber du kannst schreiben. Wir machen wieder wie früher. Ich sage, du schreibst. Hey. Gesagt, getan. Mein Vater hat mir am Telefon diktiert, was er Deutschland zu sagen hat zum 60-jährigen Gastarbeiteranwerbeabkommen. Und ich habe es aufgeschrieben, ohne es zu korrigieren. Weil ich wollte nicht so, dass es gar nicht mehr nach meinem Vater klingt. Also habe ich es aufgeschrieben und ich habe den Brief, den mein Vater Deutschland zu übermitteln hat, den habe ich dabei. Ich würde ihn euch gerne vorlesen. Das ist der Brief von meinem Vater an Deutschland zum 60-jährigen Gastarbeiteranwerbeabkommen. Hört genau zu. Also. Hallo Deutschland. Wie geht's?
Lang nicht mehr gesehen, mein alter Freund. Wallah, war echt schön bei euch. Wetter und Essen nicht so gut. Aber dafür Arbeit immer gut. Nach 50 Jahren harter Arbeit, ich habe endlich geschafft, ein Haus in Marokko zu bauen. Hier ist auch schön. Wetter und Essen immer gut. Aber Arbeit nicht so gut. Deswegen Haus ist noch nicht ganz fertig. Die können hier überhaupt gar kein Fliesen legen. Und die können kein Dach decken. Die haben nicht mal Dach. Aber muss noch viel gemacht werden, aber langsam, langsam. Viel ist auch schon fertig. Kommen Sie mich gerne mal besuchen. Seien Sie mein Gast. Sie können Fliesen legen. Oder Dachdecken. Vielleicht auch ein bisschen Toilette sauber machen, weil keiner hat Bock. Sie können in meinem Garten schlafen. Ich habe da Zelt für Sie gebaut. Da sind auch andere Gäste aus Holland und Frankreich, aber kein Problem. Sie können mit denen europäisch sprechen. Aber bitte nicht ins Haus reinkommen. Und wenn Arbeit fertig ist, du musst wieder zurück, weil 5 Kinder wollen noch einziehen. Danke für Arbeit, danke für Gastfreundschaft. PS, ich bin kein Türke. Wie viele Menschen hier im Raum, paar Applaus, kennen meine Elternsprechtaggeschichte? Oh Mann, die meisten, das Ding ist so berühmt geworden. Frau Vagina! Mit Nutzi Keller! Hier in Schule! Ben Eisa, du kannst nicht die Moschee vorbeigehen. Du musst die Moschee reingehen. Adi, Huren, sonst nicht so. Ey, guck mal. Dieses Ding ist jetzt 7 Jahre alt. 7 Jahre ist dieses Video alt, ne? Dieser Auftritt generell. Ich hatte damals gar keine Ahnung, wie berühmt dieses Ding wird. Ich dachte, ich erzähle etwas Witziges vor meinen Freunden. Ich wusste nicht, ich mache meinen Vater berühmt am nächsten Tag. Das Ding ist, es hat so 20 Millionen Klicks geholt. Das wurde in Fremdsprachen übersetzt. Es wurde verfilmt. Richtig hart einfach nur. Wisst ihr, was das Ding ist? Dafür berühmt zu sein, ist nicht einfach. Weil, guck mal, allein schon erkannt zu werden auf der Straße ist schon nicht einfach. Aber erkannt zu werden, so du rennst ganz normal durch die Stadt und du hörst so von hinten, Frau Vagina! Nicht mit Nutten Keller gehen! Ey, nicht die Muschi vorbeigehen! Du denkst dir, ey, was ist los mit dir? Weil es sind 7 Jahre vergangen, 7 Jahre. Mein Leben hat sich geändert. Ich habe Frau, Kinder. Was für Vagina, Muschi, mitten durch die Stadt. Kannst du mal aufhören damit? Ah, komm, die Huren sonst nicht so. Ey. Das Coole ist, ich werde immer noch darauf angesprochen. Das Coole ist, danach, wenn die Leute so ihre Witze losgeworden sind, dann haben die meistens viele Fragen. So, ey, wie kommst du darauf? Ist das wirklich so passiert? Ist das 1:1? War dieser Elternsprechtag genau so? Nein. Es ist Comedy. Es ist keine Zeugenaussage. Ich sage immer so viel dazu. Guck mal, ich habe einen Bühnenvater und einen echten Vater. Mein Bühnenvater ist so hart überspitzt. Ne? Mein echter Vater spricht zum Beispiel gar nicht so schlecht Deutsch, wie ich das immer darstelle. Ich habe heute noch mit meinem Vater telefoniert, so, Baba, Tourfinale, Düsseldorf, das ist der letzte Stopp von meiner Tour. Ich bin mega aufgeregt. Er hat zu mir so, toi, 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 Sohnemann, ne? Halt zum Beibruch. Hat er nicht gesagt. Er spricht genauso. Halt zum Beinbruch. Er hat gesagt, wenn du was über mich erzählst, ich sprich deinen Hals. Und ich spreche dein Bein. Nein, aber das Ding ist, das ist nicht 100% genau so passiert. Die Wurzel davon ist vielleicht wahr. Mein echter Vater war zum Beispiel nie beim Elternsprechtag. Meine Mutter ist immer gegangen, lachen wir. Mein Vater hat nie Bock gehabt. Echt, der ist arbeiten gegangen. Wenn ich zu ihm gesagt habe, Baba ist Elternsprechtag, hat er gesagt, nimm dein Bruder mit. Alter, gib nicht Brudersprechtag, gib nicht Schwestersprechtag. Warum immer ich muss arbeiten? Und
Und was tatsächlich stimmt, ist, dass ich Probleme in der Schule hatte. Meine Klassenlehrerin hieß auch nicht Frau Wagner. Ich hatte ganz normalen Klassenlehrer Spangenberger. Hieß mein Klassenlehrer. Ganz normal. Und ich hatte in der 7. Klasse wirklich Probleme in der Schule. War noch 6 Wochen bis zur Zeugnisausgabe. Und ich musste mich zusammenreißen. Und mein Klassenlehrer hat bei mir zu Hause angerufen, weil er wusste, mein Vater kommt sowieso nicht. Er hat gesagt, okay, ich rufe deinen Vater an. Hat er meinen Vater angerufen und wollte mit meinem Vater darüber reden, dass ich mich zusammenreißen soll. Kennt ihr das, wenn eure Lehrer bei euren Eltern anrufen, die merken schon am Telefon, der kann nicht gut Deutsch. Ey, es ist der falsche Zeitpunkt für Redewendungen, Fachbegriffe. Was? Mein Vater hat gar nichts verstanden. Ja, hallo, hier ist Herr Spangenberger, der Klassenlehrer von Benai Salam Robert. Ja, was ist los? Ja, ich wollte mit Ihnen über Benaisa sprechen. Ja, was ist das Problem? Benaisa muss sich langsam zusammenreißen. Was muss dir reißen? Ja, es ist bald Zeugnisvergabe. Es ist allerhöchste Eisenbahn. Die höchste Eisenbahn? Was von den Eisenbahnen? Nein, seine Noten. Er muss jetzt langsam was tun. Er muss über seinen eigenen Schatten springen. Walla, wie schwer ist diese Schule? Eigene Schatten? Dachte ich, machen die Schreiben, Lesen, Rechnen, die springen über eigene Schatten. Schatten überall, wo du hingehst, geht auch hin. Habe ich noch nie gesehen. Herr Lamrobal, Benaisa muss was tun. Es sind nur noch 6 Wochen bis zur Zeugnisausgabe. Wenn nicht, wird er scheitern. Mein Vater hat mich gerufen und so, Benaisa, komm her! Du bist Scheitan! Hier in Schule! Nein. Nein, ist nicht so passiert. Das war mein Bühnenvater. Guck mal, die Wahrheit ist, eine Sache, die wirklich wahr ist, mein Vater benutzt das Wort Moschee nie. Mein Vater benutzt Temsgida, Masjid. Ne? Guck mal, nur in Deutschland sagt man Moschee. In Englisch sagt man Mosque, Masjid und Temsgida. Das sind so die Begriffe. Mein Vater, ich habe noch nie Moschee sagen gehört. Einmal, mein Vater ist Pendler, so der ist viel in Marokko, ab und zu ist er in Deutschland. Einmal war er an einem Freitag tatsächlich hier in Deutschland. Wir waren in der Moschee beten und nach der Moschee sind wir auf die Ellerstraße Tee trinken gegangen. Mein Vater und ich. Ja, Ellerstraße, ihr kriegt direkt Applaus. Ist schön, für die Ellerstraße nicht kennen, Ellerstraße ist so eine marokkanische Straße. Jeder kennt jeden, Hammerstraße. Echt, Heimat. Heimat. Richtig Heimat, so, weißt du? Und ich sitze da, wir kommen gerade von der Moschee, wir sitzen da, mein Vater und ich, und wir trinken Tee. Plötzlich kommt ein Freund von meinem Vater und mir. Also ich kenne ihn besser, weil mein Vater lebt in Marokko, ich sehe ihn öfter. Mein Vater sieht ihn nicht so oft. Und immer, wenn er kennt meinen Vater, er kennt mich und er kennt diese Elternsprechtaggeschichte. Und immer, wenn ich ihn sehe, hat er irgendeinen Witz darüber. Immer, wenn ich ihn sehe. Frau Vagina, du hast die Bipsi, die Bumsbude, immer. Immer wenn ich ihn sehe. Es ist so echt, von 100 Mal treffen, 100 Mal macht er das. Ne? Ich sitze da, wie gesagt, nach der Moschee mit meinem Vater. Plötzlich kommt dieser Typ. Ich sehe ihn schon von Weitem nicht so. Scheiße. Hoffentlich hält er die Schnauze. Weil ich bin mit meinem Vater. Mit meinem echten. Aber ich sehe schon, wie er auf uns zukommt. In seinen Augen sehe ich, ey, der will unbedingt einen rauslassen. Er stellt sich vor uns beide, er so. Na? Kommt ihr beide gerade von Moschee? Ey, ganz ehrlich, ich wollte im Erdboden versinken. Ich schwör's euch. Aber wisst ihr, was mich gerettet hat? Mein Vater. Er zu ihm so, nein, wir kommen gerade von Masjid. Muschi, war ich gestern bei deiner Frau? Schwabber, was ist los? Also ja, du warst lange nicht mehr da, war Spinnweben. Nein. Nein, das hat mein Bühnenvater gesagt.
So, ey, ich bin meinem Vater wirklich sehr dankbar, weil ich bin, guck mal, ich bin eins von diesen Kindern, die wirklich noch so mit einem Fuß in Marokko und einem Fuß in Deutschland groß geworden sind. Ich habe noch wirklich diese Art von Eltern gehabt, die mir wirklich viel geben konnten, viel aus der Heimat. Ich habe noch sehr viel Marokkanisch. Ich bin eigentlich der marokkanische Comedian in Deutschland. Bei mir spielt immer Marokko eine Rolle, weil meine Eltern haben mich wirklich sehr marokkanisch erzogen. Da bin ich sehr glücklich drüber, besonders mein Vater. Marokkanisch erzogen bedeutet, du hast Schläge gekriegt. Guck mal, wie alle lachen. Wir alle lachen, wenn wir sagen, wir haben Schläge gekriegt, weil ihr habt auch Schläge gekriegt, wir haben auch Schläge gekriegt. Jeder hat Schläge gekriegt. Nichts Schlimmes. Aber, ey, weil manchmal bin ich auch auf deutschen Bühnen unterwegs, so Kabarettbühnen, da sind nur deutsches Publikum. Wenn ich da sowas sage wie, ja, dann hat mein Vater mich geschlagen. Ich schwör's euch, ich bin der Einzige, der lacht. Die Leute verstehen die Welt nicht mehr. Bei uns war normal, dass du Schläge gekriegt hast. Warum? Guck mal. Unsere Eltern kamen als Gastarbeiter nach Deutschland, als Erwachsene. Und wir sind entweder hier geboren oder wir haben sehr früh die Sprache gelernt. Und guck mal, wie schnell wir die in Sprache allein schon überholt haben. Ja, es ging innerhalb von ein, zwei Jahren, wir können fließend sprechen, die kämpfen immer noch mit der Sprache. Das war ziemlich hart für unsere Eltern. Die konnten nicht mit uns ganz normal reden. Weil wir, guck mal, wie sprachlich begabt auch. Guck mal, die Hälfte, mehr als die Hälfte, die hier im Raum sitzt, war auf jeden Fall für seine Eltern so ein Diplomübersetzer. Ja, hundertprozentig. Hundertprozentig. Deswegen waren wir in der Grundschule auch mit Anzug und Krawatte und Koffer. Ich bin kein Schüler, ich bin Diplomübersetzer. Ich arbeite gleich zu Hause bei meinem Vater. Du bist gerade mal 3 Wochen in der Schule, dein Vater kommt immer zu komplizierten Briefen. Hier, was steht in diesem Brief drin? Papa, da sind voll viele Buchstaben, die ich noch nicht habe. Und das Wort ist voll lang. Ah, das Mensch, was ist los mit dir? Wofür habe ich dich Deutschland gebracht? Lies diesen Brief. Voll das lange Wort. Zwangsvollstreckung. Wir waren Diplomübersetzer für unsere Eltern. Wir haben die voll schnell überholt. So. Also was Sprache angeht, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, guck mal, unsere Eltern, ne, die haben hier, deswegen gibt es die Ellerstraße auch, die haben so in einer Parallelgesellschaft gelebt. Die haben unter sich gelebt. Die waren unter Marokkanern. Wir sind die erste Generation, die rausgegangen ist und geguckt hat, was machen die Deutschen eigentlich? Was essen die? Wie leben die? Und als wir gesehen haben, wie die leben, dann waren wir voll in Konflikt. Weil du hast auf einmal gesehen, dein deutscher Freund Stefan, der redet mit seinem Vater. Ganz normal. Ja. Sein Vater gibt ihm irgendwelche Anweisungen und Stefan, ja, aber warum soll ich das machen? Ja, dann erklär mir das doch. Nee, so einfach nicht. Sag mir mal ein passendes Argument dafür. Ja, dann mache ich das auch. Bei uns gab es keine Argumente. Wenn ich zu meinem Vater gesagt habe, Baba, dann rede doch mit mir, sag mir doch ein Argument. Hat er gesagt, welches Argument willst du, dieser oder dieser? Willst du Argumente haben, welche du willst? Andere Art von Erziehung auf jeden Fall. Und das gesehen, ey, wir haben das beneidet, weil wir wollten das für uns auch haben. Wir dachten nur so, mein Vater voll streng, Stefans Vater voll cool. Und dann versinkst du so in Selbstmitleid. Immer wenn dein Vater dich anschreit. Baba, du hast noch nie gesagt, ich liebe dich. Hat dein Vater schon mal zu dir gesagt, ich liebe dich? Nie im Leben. Niemals. Ich habe einmal zu meinem Vater, nur aufs Test, habe ich gesagt, Baba, ich liebe dich. Er hat direkt Krankenwagen gerufen. Hallo Krankenwagen. Mein Sohn ist schwul, glaube ich. Irgendetwas ist los. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Baba, du hast mich noch nie umarmt. Nur letztes Mal, als du mich so würgegriff hattest. Das war das einzige Mal, wo du mich umarmt hast. Ich umarm dich nicht, wirst du schwul, geh weg. Von deiner Umarmung. Aber das Ding ist, guck mal, wir sind gut durchgekommen, weil wir, unsere Generation, wir hatten uns gegenseitig. Ja, wir haben alle Schläge gekriegt, war normal. Wir konnten uns darüber austauschen. Wir haben uns früher immer am Spielplatz getroffen, wir haben immer darüber geredet, wer Schläge gekriegt hat und wie.
Es war wie so Therapiesitzung. Ich hab Schläge gekriegt, gekriegt. Wir haben jeden Tag über Schläge geredet. Das war unser Hauptthema. Weil manchmal haben wir Wettbewerb gemacht, wer mehr Schläge gekriegt hat. Ich hab mehr Schläge gekriegt als du, ich schwör's dir. Mein Vater schlägt 10-mal härter als deiner. Hast du meinen Vater seine Hände gesehen? Mein Vater ist Maurer. Solche Hände. Wenn er dich schlägt mit seiner Hornhaut, ich schwör's dir. Du kriegst blaue Auge, ich schwör's dir. Niemals, Junge, mein Vater hat so Hand. Wenn mein Vater dich schlägt, dein Bruder schreit. Ja. Wir haben immer damit angegeben, wer mehr Schläge gekriegt hat. Und das war auch okay. Das war okay. Also ich nehme das nicht unseren Eltern übel. Wir hatten auch Respekt. Wir haben voll Respekt gelernt. Wir hatten zum Beispiel voll Respekt vor Älteren. So, wir haben nicht einfach so vor Älteren geraucht oder sind so mit Freunden rumgerannt vor Älteren. Und wir hatten richtig Angst. Tschüss euch. Weil nicht nur unsere Eltern haben uns geschlagen, die komplette Nachbarschaft hatte die Erlaubnis von unseren Eltern uns zu schlagen. Wenn der nochmal macht, schlag den. Weißt du, was ich immer mache? Ich zieh seine Haare da. Da musst du so ein bisschen drehen. So haben wir Respekt gelernt. Wir haben alle Schläge gekriegt, ich schwör's euch. Bei uns war, einmal haben wir richtig Schläge gekriegt. Wir waren so 5, 6 Freunde. Wir haben immer an so einem Spielplatz in Neuss, haben wir so abgehangen. Und einmal haben wir richtig Scheiße gebaut. Wir sind in so Schrebergärten in Neuss eingebrochen. Dann haben wir wollten einfach nur Kirschen klauen. Wir haben aber richtig rücksichtslos die ganzen Bäume auseinandergenommen. Wie die Tiere. Echt richtig schlimm. Und der Typ hat uns erwischt. Der war nur sauer wegen seinen Bäumen, gar nicht wegen den Kirschen. Dann ist er mit jedem von uns nach Hause gegangen, zu den Eltern. Mit jedem. Am Abend. Der nächste Tag an diesem Spielplatz. Friedhof. Kennst du das, wenn keiner reden will? Alle sitzen da und gucken so auf Boden. Manche so Kürbis gerne. Einer spuckt Boden voll. Keiner redet. So schlimm war's. Unser Freund Jamal war der Letzte, der gekommen ist. Wir sehen ihn vom Weiten. Jamal kommt, er kommt so. Wir so, boah, der kommt genau richtig, um das Eis zu brechen. Der kommt immer näher. Wir so, hey, Jamal, was war los? Er so, wallah. Du glaubst nicht, ja? Mein Vater gestern Schrank auf mich geschmissen. Schrank! Was für ein Schrank, Alter! Ey, 3 Monate sind wir ihm aus dem Weg gerannt, weil wir hatten nichts entgegenzusetzen. Was für ein Schrank, Alter! Schrank gab's noch nie! Ich musste warten, bis mein Vater Waschmaschine auf mich geschmissen hat. Erst dann habe ich mich mit ihm getroffen. Gut. Aber guck mal, jetzt, wir haben selber Kinder. Bei uns ändert sich alles. Ne? Wie erziehen wir unsere Kinder, so wie wir erzogen werden wollten? So wie Stefans Vater. Ja, cool. Ja, wir reden mit unseren Kindern. Ich bin nicht nur dein Vater, ich bin dein Freund. Du kannst mir alles erzählen. Mit mir kannst du über alles reden. Ne? Diese Erziehung geben wir unsere Kinder. Und wie werden unsere Kinder? Was sagen die zu uns? Schlag mich endlich! Komm her! Wie viele Menschen, die hier sitzen, sind über 30? Mal ein paar Applaus. Wer ist alles über 30? Wow. Ich würde schon sagen, die Mehrheit. Guck mal, ihr, die über 30 sind, ne? Ihr wisst schon, dass ihr die letzten echten Menschen seid. Weil was jetzt kommt, ist Armageddon. Guck mal, wir alle, die über 30 sind, wir haben die Welt erlebt mit eigenen Augen. Wir haben Sachen gesehen, nicht auf TikTok oder YouTube. Wir haben Sachen wirklich gesehen. Wir kommen klar. Wir würden sogar bei Stromausfall klarkommen. Wir kommen auch ohne Handy, kommen wir klar. Heutzutage die Generation ohne Handy würde niemals klarkommen. Die kommen nicht klar. Die können sich nicht mal treffen. Die wissen nicht mal, wie man sich trifft. Ich schwör's euch. Guck mal, wir hatten alte Schule, was Treffen angeht. Weißt du, wie wir uns getroffen haben? Du wusstest, die hängen da hinten ab, geh hin. Wenn die nicht da sind, ah, scheiße. Geh wieder nach Hause. Komm 2 Stunden später wieder, irgendwann wird jemand kommen.
Jetzt, die können sich nicht mal mehr treffen. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Wo bist du? 400 Meter. Ah, da hinten. Mit rote Kappe. Ja, ich sehe dich. Okay, ciao. Ohne Handy kommen die gar nicht mehr klar. Und alle zwingen dir auf, dass du Handy brauchst. Jeder sagt, du brauchst Handy. Du musst erreichbar sein. Sonst bist du alleine. Du musst nicht erreichbar sein. Du brauchst kein Handy. Und wisst ihr, was viel schlimmer ist als Handy? Viel schlimmer ist, dass wir in jedem Handy eine Kamera haben. Wir haben immer eine Kamera dabei. Zu jedem Augenblick. Immer. Wir brauchen von allem ein Beweismaterial, ein Beweisbild. Echt, Leute machen Urlaub, sind die ganze Zeit nur am Knipsen, machen gar keinen Urlaub. Um anderen die Fotos zu zeigen. Ich sehe Leute im Café, sitzen sich gegenüber, die gucken sich nicht mal an, die zeigen sich nur Fotos. Guck mal hier, da war ich in Dubai. Guck mal, das habe ich gegessen. Das habe ich geschissen, guck mal. Junge, wir haben uns früher nicht gegenseitig unsere Videos oder Fotos oder irgendetwas gezeigt. Wisst ihr, wie wir das gemacht haben? Wir haben miteinander gesprochen. Wir sind so, Samstag sind wir feiern gegangen, Jahiliya-Zeit damals. Ja, tut mir leid. Tut mir leid, wir waren alle so. Samstag bist du feiern gegangen, am Montag hast du deinen Freunden davon erzählt, was in diesem Club passiert ist. Den Freunden, die dabei waren. Ja. Du hast aber deine Version der Geschichte erzählt. So wie du das erlebt hast. Boah, hast du gesehen, wie ich reingekommen bin? Erstmal, hast du gesehen, Hemd, was ich anhatte? Boah, richtig Hammerhemd. Hast du gesehen, alle haben mich gegrüßt, aber ich habe gar keinen gegrüßt. Ich habe so getan, als ob ich nicht gesehen habe. Ich so nach da geguckt. Boah, habe ich erstmal Getränk geholt. Ich sitze da in der Ecke, habe ich auf richtige Lied gewartet. Und dann DJ so, I see you looking at me. I can tell in your eyes that you're feeling me. And I really want you to get close to me. So would you dance with me. My drop tops in the parking lot. Hast du gesehen, hast du diesen Tanz gesehen? My drop tops in the parking lot and I wanna take you back to the spot. Und dann hast du dieses Mädchen gesehen, alle haben die angeguckt. Die war die hübscheste im ganzen Club. Ich hab so getan, als ob ich nicht gesehen habe, weißt du? Weil ich hab auf richtige Lied gewartet. Somebody sleeping in my bed, messing with my head, taking my place. Junge, dann bin ich hingegangen, richtig mit dir getanzt. Deine Freunde mussten zuhören. Einige haben gedacht so, war gar nicht so. Aber die mussten weiter zuhören, bis du zu Ende geredet hast. Ich vermisse diese Zeiten. Guck mal, heutzutage geht gar nicht mehr. Heutzutage, du gehst Samstag feiern, Montag gehst du zu deinen besten Freunden. Boah, hast du die Mädchen gesehen, mit der ich getanzt habe? Er holt direkt Handy raus, meinst du die hier ohne Zahn? Hier, guck mal, wie du aussiehst. Guck mal, wie hässlich. Was ist das für ein Hemd, Junge? Ekelhaft. Guck mal, was ist das für eine Musik im Hintergrund? Warte, ich hab noch ein Video von dir. Guck mal, hier kriegst du Schläge von Türsteher. Pass auf. Und jetzt. Yeah. Zeiten haben sich geändert. Man kann nicht mehr reden. Leute, reden gar nicht mehr. Reden gar nicht mehr ohne Handy. Leg mal Handy weg und versuch mal zu reden. Ich habe Neffen und Nichten, die sind so 20, 21. Ich kann gar nicht mit denen reden. Ich erzähle denen von früher zum Beispiel. Ey, Tupac damals 5-mal angeschossen worden, dann kam der raus aus Knast und dann hat er... Ich rede mit denen, die so, warte mal, ich muss das googeln. Was für googeln? Denkst du, ich laber Scheiße oder was? Du kannst mir glauben. Weil früher haben wir das nicht gemacht. Wisst ihr, wer früher recht hatte bei uns? Der besser geschworen hat. Hat recht. Der hat auf Mutter geschworen. Ich schwör's, sie stimmt. Oh, das stimmt. Ich bin voll viel seit 10 Jahren jetzt bin ich in der Comedy-Szene unterwegs. Und Comedy-Szene ist eigentlich für mich ziemlich hart, weil ich habe vor 15 Jahren habe ich eigentlich angefangen und seit 10 Jahren lebe ich davon. So, als ich angefangen habe, waren wenig Ausländer so in der Comedy-Szene, obwohl die Comedy-Szene eigentlich sehr bunt ist. Die Comedy-Szene ist übertrieben bunt. Aber wir, als so, dass da Muslime jetzt auf einmal stattfinden, das war neu. Das war so richtig neu. Weil was gibt es am meisten in der Comedy-Szene? Diverses. Am meisten gibt es LGBTQ. So, homosexuell, Transvestit, sowas, das gibt's alles. Und Muslime waren so eine Neuerscheinung. Das Problem war, ich habe kein Problem mit sowas. Aber Leute haben meistens ein Problem mit mir, weil die denken, ich könnte ein Problem damit haben. Es ist immer wieder das Gleiche. Du bist also Moslem?
So, ja, Hamdallah, ich bin auch gerne Moslem. Ja, aber so richtig? Ja, so richtig. Ja, dann hör mal, guck mal. Der Islam und LGBTQ, das geht ja nicht zusammen. Und du bist ja hier auch mit uns allen. Wie kriegst du denn den Kompromiss hin? Wie ich den Kompromiss hinkriege? Guck mal, ich lebe in Deutschland. Das ist mein Wohnort, Deutschland. In Deutschland darf ich meinen Islam ausleben. Menschen lassen mich meinen Islam leben. Und deswegen denke ich, wenn du in Deutschland lebst, du musst damit klarkommen, dass jeder seine Art zu leben hat. Ob er denkt, dass er eine Frau ist, ein Mann ist oder ein Baum ist, was auch immer er denkt, dass er ist. Ja, du musst es akzeptieren. Die sexuelle Orientierung oder das Geschlecht hat dich nichts anzugehen. Gar nichts anzugehen. Und der Kompromiss ist ganz einfach. LGBTQ dürfen machen, was sie wollen. Ehrlich, LGBTQ dürfen machen, was sie wollen. Aber kommen trotzdem in die Hölle. Nein. Mir ist einfach egal. Ich kümmere mich gar nicht um dieses Thema. Dieses Thema juckt mich null, so weißt du? Weil ich kriege das gar nicht. Ich habe viel zu viel damit zu kämpfen, als Moslem klarzukommen. Ich habe keine Zeit für andere Probleme. Das Einzige, was ich zu LGBTQ zu sagen hätte, wäre, ich mag die Werbekampagnen nicht. Ja, die Werbekampagnen sind so, da kann man einiges besser machen, auf jeden Fall. Weil LGBTQ, Marketingkampagnen von LGBTQ, wen sollten die eigentlich ansprechen? Leute, die was gegen LGBTQ haben. Das sind zu 90% maskuline, toxische Männer. Die musst du ansprechen, solche. Du schwul, ich will nicht, dass du schwul bist. Solche sind das. Und die überzeugst du nicht mit Regenbogen, Wolken, Einhorn. Nein, für die brauchst du Härte. Du brauchst so richtig Härte. LGBTQ braucht viel mehr Gangster. So Gangster, yeah. Ja, wenn ich das Marketing von LGBTQ machen würde, ich würde voll viele Rapper einladen. Klar, echt, so Haftbefehl. Chabos wissen, wer der Homo ist. Ey, ich würde das Ding cool machen. Auf einmal, schwul ist cool. Es würde so schnell gehen. Guck mal, ey, es gibt einen Rapper für Marketingkampagne LGBTQ. Es gibt einen Rapper, der ist maßgeschneidert. Besser geht's nicht. Snoop Dogg. Snoop Dogg ist perfekt. Besser geht's nicht. Snoop Dogg, stell dich mal vor, Snoop Dogg macht eine Werbekampagne für LGBTQ. It's the S-N-O-O-P. D-O-G-G. With the LGBTQ plus plus. Yeah, yeah. Suck a dick. It's okay to suck a dick. It's okay to suck a dick. Bow, wow, wow, yippee, yo, yippee, gay. Chillin' here with my man Dr. Dre. Dr. Gay. But I'm a tough guy. Gang member, transgender. Ich hatte eindeutig zu viel Zeit. Ich war wirklich während der Pandemie voll lange zu Hause. Und das Ding ist, was aber auch gut war für mich. Weil ihr müsst euch vorstellen, die letzten 10 Jahre waren wirklich sehr turbulent. Ich hatte gar keine Zeit, mich um mich selber zu kümmern. Und in der Pandemie hatte ich wenigstens Zeit, mal endlich so in mich reinzuhorchen, zu gucken, was will ich überhaupt. Weil ich hatte wirklich keine Zeit, ich bin durch Deutschland, Österreich, Schweiz, jeden Tag irgendwo anders in einer anderen Stadt und konnte mich mal um mich selber kümmern. Ich habe sehr viele Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel, gehe zu Psychologen, auf jeden Fall. Besonders meine Landsleute, geht. Ja, geht. Weil ich weiß, wir gehen nicht. Wir gehen so zu unseren Eltern. Und was sagen die? Du bist von Djinn besessen. Jemand hat bei dir Sor gemacht. Wir müssen zu Refrir gehen. Der muss einen Gegenzauber machen. Nein. Guck mal, geh beten und alles mögliche, aber geh auch zur Therapie. Ich geh auch, ist auch cool. Guck mal, ich gehe zur Therapie, ich habe eine Therapeutin. Ich kann nur mit Frauen reden, Männer, geht nicht so. Und sie
sie verarbeitet voll viele Sachen mit mir. Ich habe so ein paar kleine Macken, nichts Großartiges. Also meine Macken sind zum Beispiel, kann ich voll schwer Nein sagen. Ich kann Leuten nichts abschlagen. Das ist für mich voll schwierig. Warum? Meine Therapeutin sagt, das liegt an deiner Erziehung. Du bist marokkanisch erzogen worden. Und in Marokko ist Nein ist so tabu. Ja, du darfst nicht Nein sagen. Du musst immer Ja sagen. Nein ist Hashuma. Ja, du kannst nie Nein sagen. Jeder kennt das. Du bist in Marokko. Die werden so 40, 50 Onkels und Tanten vorgestellt. Du kennst die gar nicht. Noch nie in deinem Leben gesehen. Das ist dein Onkel Amarush. Ja, der hat keine Zähne, aber gib ihm einen Kuss. Nein! Schumma! Gib ihm einen Kuss! Auf seinen Zahn! Warte, Amarush! Mein Kind liebt dich, ich schwör's dir. Ich zeig dir das jetzt. Du darfst nicht Nein sagen. Echt? Und deswegen hatte ich immer Probleme. Ich hatte Probleme mit mein ganzes Leben mit Nein und Ja. Weil ich, guck mal, ich bin auch noch eins von diesen Kindern. Jedes Jahr, mindestens 6 Wochen nach Marokko. 6 Wochen. Manchmal, mein Vater hat mich 3 Tage vor Schulbeginn rausgeholt. 3 Tage nach Schulbeginn zurückgebracht. 7 Wochen. 7 Wochen Marokko. Junge, du verlernst Sprache. Ich habe Deutsch verlernt. Ich komme zurück in die Schule, ich so, Frau Regina, wie geht's? Darf ich wieder mit Nuttenkiller gehen? Ich konnte selber kein Deutsch mehr. 7 Wochen, viel zu lang für so ein kleines Kind. Und deine Lehrer haben es nie verstanden, die dachten immer, voll der schöne Urlaub. Benaisa, 7 Wochen Marokko, das war sicher toll, oder? Habe ich dir schon mal erzählt, ich war auch schon mal in Marrakesch. Ja, toll für dich. Ich habe Marrakesch noch nie gesehen. Also, weißt du, wo ich war? Auf den harten Straßen von Nador. Bei all meinen Cousins und Cousinen, die es nicht nach Deutschland geschafft haben. Es ist kein Urlaub, es ist Afrika. Du siehst das Schlimmste. Deine Cousins und Cousinen spielen Fußball ohne Schuhe. Weißt du, woran du merkst, dass Afrika ist? Kinder bauen selber Spielzeug. Aus so Draht, aus so Pepsi-Dosen, aus so allen möglichen basteln die selber so Autos. Und du kommst aus Deutschland voll verwöhnt. Du hast so He-Man, Wrestling-Figur, hast du so dabei. Mit so Muckis. Deine Cousins wissen nicht mal, was du da spielst. Die raffen gar nicht. Walla, Benaisa spielt mit nacktem Mann. Schwul, ist glaube ich schwul, ja? Ist schwul? Schwul. Ja, deswegen habe ich nie gerafft. Sprache habe ich nicht gerafft. Nein und Ja. Guck mal, wenn du in Deutschland Nein und Ja lernst, ist anders. Deutschland ist, dafür liebe ich Deutschland. Deutschland ist einfach, klipp und klar. Ja bedeutet Ja, Nein bedeutet Nein. Fertig. Ja, gibt nichts dazwischen. In Marokko nicht. Marokko ist ausbaufähig. Ja bedeutet vielleicht. Bis inshallah. Nein bedeutet auch vielleicht. Bis manchmal sogar ja. Ich schwör's euch, alle Marokkaner wissen das. Manchmal, jemand sagt zu dir nein, meint aber ja. Aber er vertraut darauf, dass du das interpretieren kannst. Es ist deine Aufgabe, das zu verstehen. Sagt nein, meint aber ja. Du fragst ihn, hey Bruder, hast du Bock auf einen Tee? Er sagt nein, er meint aber ja. Du musst hören, wie er nein sagt. Bruder, hast du Bock auf einen Tee? Nein, nein, mach keine Umstände. Halt's Maul. Alles an dir sagt Tee. Du riechst nach Minze. Du hast kaum Zähne im Mund. Alles an dir sagt Tee. Du stehst da wie Teekanne. Dann fragst du dieselbe Person, ey Bruder, nächste Woche ziehe ich um, hilfst du mir beim Umzug? Er sagt ja. Er sagt ja. Er sagt nicht ja, ja, er sagt inshallah. Was ja heißen soll, aber in Wirklichkeit heißt es nein. Und weißt du, woran du merkst, er kommt nicht. Er kommt nicht und dann schiebt er wieder auf Gott, sag er, Mektor, Bruder. Ich hab das nie verstanden, wirklich, so, was Kommunikation angeht. Weil guck mal, Deutschland ist anders mit Kommunikation. Das ist so der größte Punkt, der größte Unterschied zwischen Marokko und Deutschland für mich. Kommunikation. Weil guck mal, wenn du in Deutschland groß wirst, wir haben in Deutschland für alles ein Wort. Für alles. Wir haben manchmal sogar mehrere Wörter für eine Sache. Wir können alles benennen. So, alles. Wir haben so eine juristische Sprache.
Wenn du mich auf Marokkanisch fragst, was heißt eigentlich auf Marokkanisch Steuerberater? Steuerberater. Wir haben keine Wörter dafür. Wir bezeichnen nicht alles. In Deutschland bezeichnen wir alles. Aber wisst ihr, woran es mangelt in Deutschland, was wir voll wenig haben? Körpersprache. Deutsche haben keine Körpersprache. Wir rennen rum wie so Roboter durch die Gegend. Guck mal, 2 Jahre Pandemie, ne? Keine Hand geben ist nicht mal aufgefallen. Ja, weil Deutsche geben nicht jedem die Hand. Die sind nicht so verrückt wie wir. Wenn ein Deutscher in die Kneipe kommt zu seinen 5 besten Freunden, der begrüßt doch nicht jeden. Komm rein, das höchste der Gefühle ist, dass er sagt, Mahlzeit. Wenn er geht, der klopft so auf den Tisch, bist du am Mittag. Sag mal. Guck mal bei uns, ne, in Marokko, wenn dich jemand begrüßt, mach dich gefasst auf Körpereinsatz. Junge, es wird hart. Geh am besten trainieren. Geh nochmal FitX, McFit vorher. Trainier auf jeden Fall diese Bewegung. Manchmal auch 2-mal eine Seite. Junge, es wird hart, nur wegen Hallo. Nur wegen Hallo, ihr verschmelzt ineinander. Dein Körper wird seiner, seiner wird deiner. Ihr müsst erst mal rausfinden, bist du Linksglutscher oder rechts, links, rechts, 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 links. 4-mal, 6-mal, wie oft machst du? Ah. Und wenn du aus Deutschland bist, das Einzige, was du die ganze Zeit denkst, ist, Scheiße, ich muss gleich noch Tschüss sagen. Guck mal, ich bin froh, dass ich zwischen beiden Welten groß geworden bin. Weil wir haben nochmal so eine eigene Sprache unter uns Ausländern in Deutschland. Haben wir so eigene Sprachen entwickelt. Wir hatten eine Sache, es gibt eine Sache, wir Ausländer in Deutschland, so besonders Afrikaner, Nordafrikaner, Araber, wir verstehen die, Deutsche kommen voll durcheinander. Die verstehen das überhaupt gar nicht. Wir haben eine Sache, wir haben eine ungeschriebene Regel. Es ist keine Sprache, es ist mehr eine Geste. Und zwar ist es folgendes. Guck mal, das bringt Deutsche total durcheinander. Wenn wir dich sehen auf der Straße, wir gucken nicht weg. Unser Blick bleibt. Die Regel ist, ich hab dich zuerst gesehen, du guckst zuerst weg. Und jeder weiß das, wir entspannen. Wir gucken. Und ich rede nicht von gucken, ich rede von glotzen. Es ist das hier. 10 Minuten straight durchgucken. Und am Ende noch fragen, warum guckst du? Guck mal, Deutsche können damit gar nichts anfangen. Ich habe mich schon mal mit einer Deutschlehrerin unterhalten. Sie war in Marokko, voll die liebe Frau, echt, mit so blonden Haaren, ganz normal Deutsch, Bio-Deutsch, so, ne? Sie war in Marokko und ich habe sie gefragt, ich so, ey, du warst in Marokko, warst zum ersten Mal dort? Sie so, ja. Ich so, und wie hat's dir gefallen? Sie so, traumhaftes Land, wunderschön. Ich so, ja komm, irgendwas war doch bestimmt. Sie so, nee, alles super, wunderschönes Land. Ich so, ey, nichts Negatives. Sie so, doch, wenn du mich schon so fragst, eine Sache hat mich schon sehr gestört. Ich so, was denn? Die Männer gucken alle so lange. Ich so, ja, du bist blond. Die letzten Blonden, die da waren, wollten das Land haben. Jetzt wollen die dein Land haben. Du bist Visum auf 2 Beinen. Aber guck mal, ich habe verstanden, was sie meint. Was sie meint ist, als Frau kann das echt bedrohlich wirken. Ne? Der Marokkaner bleibt stehen, guckt dich 15 Minuten straight an, ohne was zu sagen. Du, als Frau, du kriegst Angst. Denkst du, was will der? Stecken da irgendwelche sexuellen oder perversen Gedanken hinter? Weiß sie ja nicht. Ne? Als Frau. Aber guck mal, ich kann euch alle beruhigen. Da steckt nichts Sexuelles hinter. Woher weiß ich das? Ich habe gefragt. Guck mal, die meisten Menschen, die mich erkennen auf der Straße, sind Marokkaner. 90% Marokkaner. Ich werde häufig von Marokkanern erkannt. Am häufigsten in Frankfurt. Mir ist es in Frankfurt passiert. Ich renne durch Frankfurt. Ich merke, dass mich jemand erkennt. Er rennt so an mir vorbei. Aber er rennt nicht weiter, sondern er kommt zurück. So. Bleibt stehen, guckt mich an. Guck mal, ich kenne die Situation. Ich erwarte jetzt, bestimmt gleich kommt, ey, Frau Vagina, mit Nutten Keller gehen oder sowas. Aber es kam nichts. Er hat sich bequem gemacht, um zu glotzen. Guckt, holt Sonnenblumenkerne noch raus und guckt weiter. 15 Minuten straight. Irgendwann ich so, ey, geht nicht. Bin ich hingegangen. Ich so, ey, Bruder,
Was? Was denkst du? Er so. Jetzt? Ich so, als du mich gesehen hast. Was hast du da gedacht? Als ich dich gesehen habe. Als ich dich gesehen habe, ich hab gedacht. Ich hab dich gesehen. Ich so, ja. Und dann? Dann hab ich gedacht. Du hast gesehen, dass ich dich gesehen habe. Ich so, ja toll, du hast aber viel länger geguckt. Ich so, ja, was ist dann passiert? Und dann? Er so, dann hast du mich unterbrochen, du Missgeburt. Warum? Warum? Wir denken nichts. Wir gucken einfach nur. Es ist einfach nur gucken. Guck mal, ich bin regelmäßig in Marokko. Ich war während der Pandemiezeit sogar in Marokko. Während der Pandemie, ich war so doppelt geimpft. Vielleicht haben es einige mitbekommen. Ja, weil wir haben so einen Krankenwagen nach Marokko gebracht. Dann habe ich mir in Marokko Corona geholt, trotz doppelter Impfung. Ich hatte so Impfdurchbruch. Diese marokkanischen Viren waren hart. Einfach. Echt, ich schwör's euch, ich habe die jeden Tag so tuscheln gehört. So, wir müssen in diese Körper rein. Der Körper geht nach Deutschland, komm. Ey, ich hatte doppelte Impfung und ich habe mich trotzdem angesteckt. Ich habe es gar nicht gemerkt, weil ihr wisst ja, wenn du doppelt geimpft bist, kommst du durch alle Kontrollen durch. Die wollen nur deinen Impfausweis sehen und durch. Ich hatte diesen Virus in mir, ich habe es gar nicht gemerkt. Ein bisschen habe ich es gemerkt, weil so meine Blutkörperchen so Argenta getanzt. Und ich komme in Deutschland an, mir geht's schlecht. Ich so, ey, das ist nicht normal, das ist keine normale Grippe. Bin ich so aus Sicherheit 6-7 Tage erstmal zu Hause geblieben. Dann habe ich mich erst testen lassen. Habe ich mich testen lassen, Corona positiv, Impfdurchbruch, Delta-Variante. Ich so, boah, krass. Und ihr wisst ja, wie das ist, wenn du positiv getestet wirst in Deutschland. Was passiert? Das Gesundheitsamt schaltet sich automatisch ein. Also ich war schon 7 Tage zu Hause, jetzt kriege ich nochmal vom Gesundheitsamt 14 Tage Quarantäne. 14 Tage, insgesamt 21 Tage zu Hause. Ich war noch nie mein Leben 21 Tage zu Hause. 21, guck mal, ihr müsst euch vorstellen, das hier, was ich hier mache, das ist meine Arbeit. Ich fahre heute, neues Düsseldorf. Ich fahre nach Nürnberg, nach Zürich, nach Berlin, nach München, Schweiz, Österreich. Dann komme ich auf die Bühne, erzähle ein bisschen Quatsch, mit Notenkeller gehen, Frau Vagina, ne? Und dann komme ich nach 3-4 Tagen manchmal, nach 2-3 Tagen, manchmal nach 5 Tagen sogar, komme ich nach Hause. Wer wartet überhaupt zu Hause auf mich? Zu Hause wartet auf mich meine wundervolle Ehefrau, meine 5-jährige Tochter und mein 2-jähriger Sohn. Und das ist immer das Gleiche, wenn ich nach Hause komme. Ich war so 5 Tage irgendwo spielen, dann komme ich nach Hause mit meiner Tasche, meinen Schlüssel, ich stecke meinen Schlüssel in die Tür, meine wundervolle Frau, die begrüßt mich immer gleich. Ich mache die Tür auf, sie kommt auf mich zu und das Erste, was sie zu mir sagt, ist: Die Kinder haben mich verrückt gemacht! Ich kann nicht mehr! Nimm deine Kinder und lass mich in Ruhe. Ich will auch 5 Tage weg. Weg mit euch alle. Und guck mal, dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, weiß ich gar nicht, was bei mir zu Hause los ist. Ich gucke mir meine Kinder an und denke mir, warum? Die sind doch voll süß. Ey Leute, 21 Tage am Stück zu Hause mit der gleichen Familie. Ich sag nur so viel, guck mal, ganz ehrlich, ich liebe meine Frau 10-mal mehr, 100-mal mehr als vorher. 100-mal mehr als vorher. Weil vorher habe ich einfach nicht gerafft. Vorher habe ich nicht verstanden, was Mutter für ein harter Beruf ist. Mutter ist der härteste Beruf aller Zeiten. Guck mal, wenn du mich vorher gefragt hast, ne, so vor diesen 21 Tagen, was macht deine Frau eigentlich vom Beruf? Habe ich immer gesagt, meine Frau ist nur Hausfrau. Wenn du mich jetzt fragst, was macht deine Frau vom Beruf? Meine Frau ist Hausmanager, Hauspräsident, Hausdoktor. Es ist der schlimmste Job aller Zeiten. Mutter, ey, du musst jeden Tag funktionieren. Du kannst keine Krankmeldung abgeben. Die Kinder scheißen auf deine Krankmeldung. Die nehmen deine Krankmeldung nicht. Du kannst nicht kündigen. Du kannst nie kündigen. Du musst funktionieren. Guck mal, 21 Tage bei mir, ich wollte jeden Tag kündigen. Ich schwör's euch, ich wollte Schluss machen mit meinen Kindern. Ich sag, ey, wir haben uns auseinandergelebt. Das ist. Ja, ey, am Anfang war noch so. Aber jetzt, komm, wir können auch noch Freunde bleiben.
21 Tage. Ey, Mutter ist wirklich der schlimmste Job aller Zeiten. Geht nach Hause, küsst euren Müttern die Köpfe und euren Händen und die Hände, solange ihr noch könnt. Weil Mutter, guck mal, wisst ihr, was fair ist? Vor kurzem war Vatertag. Scheiß auf Vatertag. Mach noch einen Muttertag. Dann sind wir fair. Ja. Weil 21 Tage zu Hause, wisst ihr, was ich gemerkt habe in 21 Tagen? Meine Kinder haben Probleme. Ja, die haben nicht meine Probleme, die haben Kinderprobleme in einer Kinderwelt. Ne? Aber für Kinder ist jedes Problem Armageddon. Die kleinste Kleinigkeit. Ich schwör's, ich habe Angst gekriegt, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Noch nie. Eines Tages in diesen 21 Tagen, ich komme vom Schlafzimmer ins Esszimmer. Wer sitzt im Esszimmer? Meine 5-jährige Tochter weint. Weint nicht so normal. Weint, als ob die Menschheit gestorben ist. Ich habe sowas noch nie gesehen. Kennt ihr dieses Weinen am Ende noch mit? Ey, Tränen nicht am Fließen, am Schießen. Ich hole so Regenschirm, ich so, was ist mit dir los? Dann kann sie mir nicht mehr das Problem erklären, weil es ist dieses Weinen, wo du nicht mehr reden kannst. Du hast mit dir diese Naske, 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 Naske. Ich so, atme! Atme! Naske, 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 Naske. Ist sowas für ein geiler Beat. Naske, 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 Naske. Und ich krieg langsam Angst, so. Ich so, was ist mit dir los? Dann fasst sie sich zusammen und sagt mir das Problem. Sie so, das Ketchup soll nicht deine, soll dein! Was? Das ist dein Problem? Ketchup an der falschen Stelle. Deswegen so ein Aufstand. Plötzlich höre ich, wie aus meinem Mund die gleichen Sätze kommen, die unsere Eltern zu uns gesagt haben. 1:1, ohne zu überlegen, wie Rakete, einfach raus. Sie zu mir, das Ketchup soll nicht dein, es soll dein. Und ich, sei froh, dass du überhaupt Ketchup hast. Sei froh. Wir hatten kein Ketchup, als wir klein waren. Wir hatten nicht mal Tomaten. Wir haben Kartoffel gegessen, eine Kartoffel haben wir als Tomate verkleidet. Damit bunt aussieht. Guck mal, ob ihr wollt oder nicht. Wenn ihr Eltern werdet, ihr werdet eure Eltern. Wenn du Vater wirst, du wirst dein Vater. Wenn du Mutter wirst, du wirst deine Mutter. Weil ich wusste es auch nicht. Ich dachte auch, genau wie viele, die jetzt jung sind und hier sitzen, dachte ich auch, wenn ich später mal Kinder habe, ich erziehe die ganz anders als meine Eltern mich. Ne? Halt's mal. Du wirst die genauso erziehen. Du wirst dein Vater... Guck mal, aus meinem Mund kommen nur Sachen, die mein Vater gesagt hat oder meine Mutter gesagt hat. Ohne Begründung. Ich hab keinen pädagogischen Hintergrund oder sowas. Familientradition. Ich habe keine Ahnung, warum. Frag mich bloß nicht, warum. Wenn du mich warum fragst, ich habe keine Antwort. Ich verwandle mich in so Fragezeichen. Hier, das ist das neueste Ding von meiner Tochter. Meine Tochter hat 5 Jahre, hat gerade gelernt, wie man pfeift. Rennt durch die Wohnung neulich, pfeift. Siehst du, einige lachen und ich weiß genau, warum. Also wir wissen warum. Die Deutschen denken sich, was ist denn da los? Ich halte sie ja nicht so, ey, pfeif nicht in der Wohnung. Und sie wie ein normales Kind. Warum? Warum? Weil dann kommen Djinn, Dschnun, Geister. Ey, ich habe keine Ahnung, ob es stimmt. Meine Eltern haben es gesagt, ich gebe es weiter. Pfeif nicht in der Wohnung, ich habe keinen Bock auf Schnurren. So einfach ist das. Ich gebe es einfach weiter. Anderes Beispiel, wir sitzen neulich, sitzen wir am Esstisch, wir essen alle mit Messer und Gabel. Meine Tochter isst, hat die Gabel in der linken Hand. Seht ihr? Ich liebe diese vereinzelten Lacher. Deutsche denkt sich, warum? Ist alles gut? Ist alles richtig? Die Gabel in der linken Hand ist am Essen. Ich so, ey, ess mit der rechten Hand.
Sie so, nein, das haben wir aber in der Kita so gelernt. Gabel links, Messer rechts. Gabel links, Messer rechts. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin zur Kita gegangen, hab Stress mit der Erzieherin gemacht. Ich so, hey, Barbara, was bringst du meiner Tochter bei, mit der linken Hand zu essen? Sie so, ja, das machen wir schon immer hier so. Gabel links, Messer rechts, Gabel links. Ich sehe aber nicht bei uns. Wir essen ausschließlich mit der rechten Hand. Und sie zu mir auch noch eiskalt. Aber warum? Warum? Guck mal, wie soll ich dir erklären, Barbara? Linke Hand. Linke Hand. Linke Hand ist von Shaitan. Ich geb's einfach weiter. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Wenn meine Kinder mich fragen, ob die Fernsehen gucken dürfen, die Antwort könnte auch von meinem Vater kommen. Sei froh, dass du überhaupt Fernsehen hast. Netflix, Amazon, Disney. Als wir klein waren, wir hatten kein Fernsehen. Meine Geschwister und ich den ganzen Tag aufs Fenster geguckt. Das war unser einziges Programm. Weil, guck mal, bei Fernsehen muss man auch vorsichtig sein. Bei Fernsehen muss man übertrieben vorsichtig sein. Wir wissen gar nicht, was Fernsehen mit uns anrichtet. Wir haben gar keine so richtigen Langzeitstudien. So lange gibt es Fernsehen gar nicht. Wir wissen gar nicht, was Fernsehen mit uns angerichtet hat. Wir wissen nur, Fernsehen beeinflusst Erziehung hart. Immens. Du siehst es, direkt wenn Fernsehen angeht, sind wir hypnotisiert. Fernsehen hat einen heftigen Einfluss auf die Erziehung. Fernsehen beeinflusst nicht nur Erziehung, Fernsehen beeinflusst komplette Familien, komplette Kulturen. Guck mal, ich kann dir nur anhand von deinem Fernsehverhalten, kann ich dir sagen, aus welcher Kultur du kommst. Ob du aus einer orientalisch-muslimischen Familie kommst oder ob einer deutschen westlichen Familie. Nur anhand von deinem Fernsehverhalten und deinen Tabus. Weil wir haben unterschiedliches Fernsehverhalten. Wir haben andere Tabus, wir haben andere Grenzen. Und andere Grenzen, die offen sind. Guck mal, ich komme zum Beispiel aus einer muslimischen Familie. Wenn wir zu Hause Fernsehen gucken, mit der ganzen Familie, wir gucken Fernsehen, pack, 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 selbst rum, ne? Auf einmal kommt eine brutale Gewaltszene. Lass laufen. Keiner reagiert. Alle gucken weiter. Dein Vater kommentiert sogar noch. Oder das habe ich schon mal gesehen. Der schneidet gleich seinen Kopf ab in Acer. Guck mal, wie in Eid, wie in Opferfest. Bismillah. Ah, der Kopf ist abgeschneiden. Gar kein Problem. Keiner schaltet um. Guck mal, bei einer deutschen Familie wäre das unvorstellbar. Unvorstellbar. Die würden sofort umschalten. Die würden direkt, Pascal, das ist ja hohe Gewalt. Mensch, das guckst du aber nicht. Das schalten wir weg. Sie würden beim Sender anrufen, sich beschweren. Was, das war aber nicht FSK 12. Ja, bei anderen Grenzen. Bei einer deutsch-westlichen Familie, wenn die zu Hause sitzen, die sitzen alle zu Hause, gucken Fernsehen, papapap, seppen rum, sepp, 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 sepp. Auf einmal kommt eine Kussszene. Kein Problem, keiner reagiert. Lass laufen. Die Kinder kommentieren sogar noch. Ey, das habe ich schon mal gesehen. Die ficken gleich. Guck mal. Meine geliebten deutschen Freunde, die Ausländer hier werden euch das alle bestätigen. Bei uns zu Hause, ne? Es muss nur eine Kussszene angedeutet werden. Alarmstufe rot! Bäb, bäb, bäb! Ausnahmezustand! Alle rennen rum wie die Ameisen und suchen die Fernbedienung! Ah, nein! Deine Eltern verzweifeln. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Allah bin Allah, wer sind, was ist das? Nein! Nein! Als ob du einem Vampir ein Kreuz gezeigt hast. Nein! Und am Ende kriegst du Schläge. Ja. Am Ende kriegst du... Guck mal, ich sag dir genau, warum du Schläge kriegst. Du kriegst Schläge, weil du die ganze Zeit, ohne es zu bemerken, auf der Fernbedienung saß. Ja. Aber du kriegst nicht so Schläge, als ob du die Fernbedienung verpeilt hast. Du kriegst Schläge, als ob du die Szene gedreht hast. Was soll das? Deswegen, mit Fernsehen bin ich übertrieben vorsichtig. Übertrieben vorsichtig. Meine Kinder dürfen nicht beide Fernsehen gucken. Mein Sohn ist noch ein bisschen zu klein. Meine Tochter darf Fernsehen gucken. Sie darf allerdings nur eine einzige Sache im Fernsehen gucken. Nur eine einzige Sache, und das ist Pepper Woods. Pepper Woods ist okay, aber manchmal ein bisschen nervig. Pepper Woods, was mich am meisten nervt an Pepper Woods, ist die Musik.
Weil, guck mal, die Folgen gehen nur so 3-4 Minuten und da kommt immer wieder diese scheiß Musik. Bim, bide, bim, bim. Bidi, bidi, bim, bim. Pepperwoods. 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 Ja, ich hab verstanden, es geht um Pepperwoods. Mach mal ein vernünftiges Lied. Guck mal, als wir Kinder waren, was wir Hammer-Serienlieder hatten. Chip und Chap, Ritter des Rechts. Chip und Chap, den Bösen geht es schlecht. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles, super starke Hero Turtles. Spiel das mal auf Ü30 Party. Chip und Chap, die Leute rasten aus. Ritter des Rechts, Chip und Chap. Junge, das waren Lieder. Das waren so Lieder, du wolltest sie in einer Playlist haben. Was ist da jetzt los? Pepperwoods, Pepperwoods. Dann wie die aussehen bei Pepperwoods wie so Missgeburten. Hey, was ist das? Pepperwoods steht so seitlich, hat so 2 Augen im Nacken. Der Mund klebt hier einfach so. Nase riecht nach links. Der Vater hat Brille mit nur einem Bügel. Dann dreht die sich um, wieder 2 Augen im Nacken. Diesmal Nase riecht nach rechts, du Missgeburt. Wie viele Augen hast du, hä? 8 oder was? Was bist du, Schwein oder Spinne? Man weiß es nicht genau. Dann ist total diskriminierend auch. Man muss aufpassen, Pepperwoods ist wirklich sehr diskriminierend. Na, guck mal, Pepperwoods, das sind alles Tiere, die da spielen. Alles Tiere. In einer Folge gehen die in den Zoo. Gucken sich andere Tiere an. Da merkt man direkt, die Serie kommt aus England. Kolonialisierung wird von klein auf beigebracht. Gucken sich andere Tiere an. Aber Pepperwoods darf meine Tochter gucken aus einem ganz bestimmten Grund. Pepperwoods ist super. Für die Pepperwoods nicht kennen, Pepperwoods ist eine Schweinefamilie. Und wir sind eine muslimische Familie. Guck mal, der Langzeiteffekt ist unbezahlbar. Besser geht's nicht. Echt. Weil ich weiß, irgendwann wird meine Tochter mich fragen, Baba, aber warum dürfen wir kein Schweinefleisch essen? Und dann kann ich voll locker sagen, wir essen doch nicht Pepperwoods. Pepperwoods. Essen deine Freunde etwa Pepperwoods? Pepperwoods darf sie. Pepperwoods ist cool. Was sie auf gar keinen Fall sehen darf, unter gar keinen Umständen, ist Sean das Schaf. Ich will solche Probleme in meinem Leben einfach nicht. Nachher Eid-Opferfest in Marokko. Ah, die haben Sean das Schaf umgebracht. Nein! Mein Sohn, subhanallah, mein Sohn ist 2 und meine Kinder sind total unterschiedlich. Ne? Ich liebe meine Kinder. Ey, meine Kinder sind total unterschiedlich. Meine Tochter konnte voll früh reden und ist sehr spät gegangen. Mein Sohn konnte voll früh gehen, beziehungsweise rennen. Ich sehe ihn nur rennen. Wumm, rennt an mir vorbei wie so Eichhörnchen. Wumm, ist 2, redet immer noch nicht. Redet so ein paar Wörter und selbst die paar Wörter bringt er durcheinander. Also, Mama, Baba, Ball, Auto, Joghurt. Aber was er meint? Zufallsgenerator. Das redet er und seine eigene Sprache. Er denkt, Sprache ist so Kokolores. Er erfindet Sprache. Dann stellt er sich vor mich. Ich verstehe gar nichts. Plötzlich kommt seine Schwester, so Diplomübersetzerin. Er will einen Joghurt haben. Hast du das verstanden? Wie hast du das verstanden? Sie ist jetzt schon Diplomübersetzerin. Weil sie konnte voll früh reden. Die konnte mit 10 Monaten konnte die schon reden. Man konnte mit ihr sogar diskutieren, richtig. Echt? Sie zu mir, Baba, hol mir einen Keks. Ich so, ich habe keinen Keks. Doch, da hinten bei unseren Nahrungsvorräten sind weg. Woher kennst du das Wort Nahrungsvorräte? Hat dich nichts zu interessieren. Geh mir einen Keks holen. Sei nicht so frech, jetzt krabbel in dein Zimmer. Krabbel, krabbel. Mein Sohn, wie gesagt, anders. Der hält nicht viel von Sprache. Echt, wirklich. Wie gesagt, 5 Wörter bringt er immer durcheinander. Ich sehe ihn immer nur rennen. Bei mir zu Hause, er rennt durch die Wohnung. Wumm, wumm, wumm. Manchmal stehe ich ihm im Weg. So, ich stehe im Flur, er kommt um die Ecke gelaufen. Mama? Ich meine, ich bin Baba. Und er so, ja, Mama. Der unterschätzt das Konzept von Sprache. Er denkt wirklich, Sprache ist so Kokolores, dass wir das so erfinden. Weil wir können alle reden. Wir reden alle so am Tisch, zum Beispiel, wenn wir am Tisch sitzen. Wir reden alle, meine Tochter kann schon reden, meine Frau darf auch reden. Ja, ey. Wir sind diese Art von Familie. Und mein Sohn unterbricht uns immer, weil er sieht, wir reden, wir erzählen uns gegenseitig witzige Sachen und reagieren darauf. Und dann möchte er auch. Dann geben wir ihm das Wort und er scheißt rein. Ja.
fängt dann an mit so Babysprache. So richtig mit den Ausdrücken, als ob es ernst gemeint wäre. Manchmal stellt er sogar Fragen. Dann wartet er, dass wir antworten. Ich gucke ihn dann entsetzt an und dann denke ich mir, okay, antworte einfach in der gleichen Sprache. Dann gucke ich ihn an und sage so. Und ich will, dass er das witzig findet, aber er findet das nicht witzig. Der regt sich auf, dass ich ihn nicht verstehe. Er kriegt so Hass. Er kriegt so dicke Halsschlagader. Fängt an, mir zu drohen. Er ist so klein. Jetzt hasst er mich. Ich kann ihn in solchen Momenten natürlich nicht beruhigen. So, weil ich bin zu selten mit ihm. Seine Mutter beruhigt ihn. Wie beruhigt seine Mutter ihn? Sie stillt ihn immer noch. Das ist ganz normal bei uns. Bei uns wird voll lange gestillt. Ja. Weil ist umsonst, ne? Das war lange schon. Echt, also, ey, boah, echt, in keiner Kultur, bei uns wird so übertrieben lange gestillt. Ich hänge auch noch dran, das ist crazy. Echt, ey. Nur bei uns hast du solche Gespräche. Jamila, ich glaube, ich still jetzt aber langsam ab. Aber nein, warum denn? Warum? Guck mal, der hat letzte Woche Führerschein gemacht. Guck mal, dieser Schnurrbart. Wie lange noch? Mein Sohn wird auch noch, der ist mit zwei, der wird doch gestillt. Und wenn er seine Ausraster fährt, ne, wenn er seinen Hass fährt, seinen marokkanisch-algerischen Hass, dann muss seine Mutter ihn beruhigen. Sie nimmt ihn dann hoch und fängt an, ihn zu stillen. Er ist immer noch sauer auf mich. Beim Hochnehmen. Guck mich an. Ist hart. In diesen 21 Tagen habe ich gemerkt, wie hart es ist. Echt, wirklich. Wirklich. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, man muss uns Vätern, wir machen... echt, ne? Merk schon. Guck mal, im Gegensatz zu unseren Vätern haben wir voll die Entwicklung durchgemacht. Unsere Väter haben gar nichts gemacht. Was? Dein Vater hat Pampers wechseln von Fegen. Ich bezahl den Meter, du. Wenn du rein scheißt, scheiß doch rein. Dann bleibst du in dein Scheißer. Die Rollenverteilung war klar. Guck mal, die letzten 10, 15 Jahre muss man uns auf jeden Fall so gut rechnen. Weil wir machen voll viel. Väter heutzutage, siehst du, Väter heutzutage mit Kinderwagen rumrennen, ganz normal, gar kein Ding. Väter gehen zu Kita, Kinder abholen, Pampers wechseln, Windeleimer wechseln, mit Kind zum Arzt, Zäpfchen geben. Wir machen voll viel. Wisst ihr, was das Problem ist? Für alles, was wir machen, wollen wir einen Pokal. Für die kleinste Kleinigkeit. Ich hab Windel gewechselt, ja! Ich hab Zäpfchen gegeben, ich bin ein Arzt! Ich hab Kind von Kita abgeholt, ich bin ein Erzieher. So Sachen, die Frau jeden Tag macht. Aber wir tappen immer noch im Dunkeln. Guck mal, ey, ich merke das selber, wenn ich meine Kinder von der Kita abhole, merke ich, wie wir Väter einfach immer noch voll die Behindis sind, was Erziehung angeht. Ey, nur Väter. In der Kita siehst du die schlimmsten Sachen, echt. Siehst Vater, Tochter am Arm, Schuhe falsch rum. Jacke vom anderen Kind einfach. Und beobachte mal, wie die Erzieher mit den Vätern reden. Wie, als ob die mit Behindis reden, ich schwör's euch. Haben Sie das verstanden? Am Dienstag. Ja. Ich muss Ihnen noch was sagen. Hören Sie mir zu. Ja? Ja, was denn? Ihr Sohn und Raoul haben heute den ganzen Tag gerauft, gekämpft. Die haben gar nicht gespielt. Also das geht so nicht. Die können nicht den ganzen Tag kämpfen. Ja? Nicht gespielt? Nein, die haben gekämpft, das ist schon fast Gewalt. Also die sollen normalerweise spielen und die kämpfen hier den ganzen Tag. Haben sie dazu denn nichts zu sagen? Oh. Doch, 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 doch. Wer hat denn gewonnen? Das ist das, was wir wissen wollen. Wer hat gewonnen? Gut. Wir haben den Dreh einfach noch nicht raus. Also was Mütter angeht. Mütter haben den Dreh raus einfach. Wenn Mütter... Guck mal, Mütter sind vorbereitet einfach. Wenn Mütter mit ihren Kindern zum Beispiel auf den Spielplatz gehen, Junge, sei dir sicher, sie ist vorbereitet. Die hat so Tasche dabei. Da sind so Quetschis drin, Maisstangen, was zu trinken. Vater kommt auf den Spielplatz mit Kindern, leere Hände. Der weiß gar nicht, was er da macht. Schubst seine Kinder ein bisschen zu hart auf der Schaukel. Irgendwann kriegen die natürlich Durst, Baba, ich hab Durst. Du hast Durst, wo ist Tankstelle? Aha. Wir haben nichts dabei. Wir werden so vom Leben überrascht.
Aber Mütter wissen, auch wenn die zum Spielplatz gehen, seid ihr sicher, die kennt den Spielplatz in- und auswendig. Sie weiß, die Geräte sind gut, die sind nicht gut, sie weiß, wer da am Spielplatz abhängt, alles. Väter gar nicht. Wenn wir mit unseren Kindern auf den Spielplatz gehen, ist, als ob noch ein Kind mitgegangen ist. Wir passen nicht auf unsere Kinder auf, wir animieren die, noch mehr Scheiße zu bauen. Mach Salto von der Rutsche, Salto. Salto. Jetzt so Jackie Chan Kick, Van Damme Kick, Van Damme Kick, Van Damme Kick, Van Damme Kick. Guck mal, siehst du den dicken Jungen da hinten? Gib mal so einen Nackenklatscher. Ja, ne? Yeah, du bist mein Sohn. Aber mehr mache ich auch nicht. Ich gehe auch, ich gehe mit meinen Kindern auf den Spielplatz. Ich gehe immer getrennt, entweder mit meiner Tochter oder mit meinem Sohn. Ne? Ich war gestern mit meinem Sohn wieder am Spielplatz. Ich gehe mit ihm, egal was für ein Wetter ist, wir gehen am Spielplatz, damit er einfach lernt, draußen zu spielen. Und gestern ist etwas passiert, das vergisst du als Vater nicht. Das war so ein schöner Moment einfach. Gestern hat mein Sohn zum ersten Mal in seinem Leben einen ganzen Satz gesagt. Und für mich war das so, yeah, kein Kuckuckuckuckuckuck mehr. Guck, wir gehen immer auf den Spielplatz, das ist immer der gleiche Spielplatz, auf den wir gehen. Auf die Rutsche kommt er selber nicht drauf. Die ersten beiden Stufen fehlen. Ich muss ihn immer hochtragen, draufsetzen und dann rutscht er selbstständig runter. Und gestern war so ein schöner Moment, also immer dieses Hochtragen, wir gucken uns dann immer voll lange an, das ist immer so unser Moment. Gestern, ich nehme ihn so hoch, will ihn gerade auf die Rutsche setzen, plötzlich hält er so inne, guckt mich an und sagt zu mir, Baba. Ich so, ja. Plötzlich kriegt er so voll die großen Augen, guckt mich an. Ich so, was? Er so, ich hab dich gesehen! Dankeschön, Düsseldorf!